Ja, schönen guten Mittel, herzlich willkommen zurück beim Lindemanns Advent. Ich habe soeben das, fange ich schon selber an zu räuspern hier, das Video vom Livestream vom 10.01. Ja, beackert, das verarbeitet gerade. Und während das gerade verarbeitet, habe ich mir gedacht, ja komm, schieben wir jetzt einfach nochmal das Video zum 11.01. direkt hinterher. Ich hoffe, es gibt nicht mehr so viel Musik und so viel Rumgezappel. Wir schauen, was uns da die Katze vor die Tür gelegt hat. Ja, ist nicht viel passiert seit den letzten paar Minuten, deswegen machen wir direkt weiter, gell? Action. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute mit Pferdeschwanz. Hättest du wohl gern, wa? Ist doch nicht eher ein Dude. Irgendwie siehst du auch. Und der sieht doch echt schlimm aus, irgendwie. Ich weiß nicht, was es ist. Immer wieder Bebefest Rainer, Bebefest. Bebefest Rainer, bester Rainer. Aber irgendwas stimmt auch mit den Haaren wieder nicht. Das irgendwas ist doch wieder seltsam. Ich weiß es nicht. Ich möchte wieder mal über die Thema Thematik Kommune der Freiheit reden. Die Augen sind doch auch irgendwie komisch, oder? Der sieht irgendwie aus wie eine Karikatur von sich selbst. Schreck. Weil es jedes Mal so ist, dass die Leute mir irgendwelche Schwachsinn vorwerfen, der einfach nicht nee, komm, das Thema ist doch jetzt wirklich vom Tisch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt mal so, dass man hier mal in Ruhe darüber reden kann, ganz normal. Ist mit dir nicht möglich. Und zwar fangen wir am besten ganz vorne an. Es ist immer gut, vorne anzufangen. Aber Rainer, mit dir normal reden ist ja nicht möglich, sonst bräuchten wir die ganze Scheiße hier nicht. Als allererstes Mal. Es wird in der Kommune keine Kinder geben. Das habe ich jetzt letzten Endes beschlossen, weil es die ganze Zeit so einen Müll gegeben hat, dass die Leute so einen Schwachsinn erzählt haben. Dass die Leute überhaupt auf solche Gedanken kommen, finde ich extrem abartig und krank. Nicht zu sagen kriminell. Und deswegen habe ich... Auf Gedanken zu kommen ist nicht kriminell. Das kann gar nicht sein. Denn die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Das Thema jetzt komplett ausgeklammert. Das heißt letzten Endes... Jetzt wird in der Kommune nur jemand aufgenommen, wenn er mindestens 18 ist und auch keinen Anhang hat. Was scheiße ist, weil es eigentlich Kommune der Freiheit heißt, beziehungsweise weil es eigentlich eine Kommune sein soll, die für Freiheit steht. Auch wenn der Name vielleicht im Nachhinein irgendwann noch geändert wird. Aber gut, das lässt sich halt nun mal nicht ändern. Was solltest du tun? Es gibt einfach so viele kranke Menschen auf der Welt, die so viel Schwachsinn erzählen. Nee, der kranke Mensch hier bist ja du und das ist ja das Problem. Und so viel Müll verzapfen und deswegen geht es leider nicht anders, dass ich das so jetzt machen muss. Ich persönlich habe auch keine Lust auf Stress und Streit. Und vor allem habe ich keine Lust, mir irgendwas nachsagen zu lassen, was nicht der Fall ist. Dazu kommt übrigens außerdem noch die Aussage, ich für meinen Teil möchte in der Kommune ganz andere Dinge machen. Irgendein Ferkelknopf. Und von Anfang an der Fall. Und ich hatte Kinder nur minimal auf der Rechnung. Du hast sie doch nie thematisiert, jetzt hör doch auf. Ich kann nicht mehr. Und deswegen ist das Thema durch. Ich habe mich mein Leben lang für Schwächere eingesetzt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass Leute auf so einen Schwachsinn kommen. Ein Scheißdreck hast du. Offensichtlich nicht, weil sonst hätte ich ja von vornherein das anders gemacht. Ich habe ja jetzt auch kein Problem damit, das zu machen. Ich selbst habe mich eh schon mit dem Thema abgefunden, dass ich keine eigenen Kinder haben werde. Yes! Ich habe mich also mit dem Thema längst abgefunden und bin längst mit dem Thema vorbei. Also mit dem Thema längst durch. Ey, da sickert doch langsam so ein Hauch. Ein Hauch von Vernunft in diesen dummen Schädel. Gut, ansonsten kann jeder gerne mal in den Blog schauen. Da habe ich gestern ein Video gemacht, heißt Thema Generationen. Also die Kommune, Thema Generationen. Heute wird noch ein anderes Thema kommen. Das ist dann schon etwas heikler, wird aber wahrscheinlich auch wieder falsch verstanden, weil es dann auch eines der beiden Punkte ist, auf die dauernd rumgehackt wird, obwohl es eigentlich gar nicht so ist, wie die Leute das mal wieder verstehen. Genau, zu guter Letzt, ich sag's immer wieder, ich habe mich mein Leben nach Schwächere eingesetzt. Halt die Fresse, Rüdiger, halt die Fresse. Scheuliche Art kommen, gegen die Kommune vorzugehen, die noch nicht mehr existiert, wo noch nicht mehr geplant ist, wann und ob sie überhaupt existieren wird. So. Eine spult doch immer und immer und immer und immer wieder dieselbe Platte ab. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ey, wenn das jetzt die nächsten Minuten noch einen Scheiß gibt, breche ich den Käse ab. Tut mir leid. Wenn lediglich meine Gedanken euch mitgeteilt sind, dass ich an sowas denke oder über sowas nachdenke
Und dann nicht mal das, was andere Leute mir wieder in die Gedanken legen, weil das, was die anderen Leute. Was Leute dir in die Gedanken legen. Ja, du meinst in den Mund legen vielleicht, aber auch das nicht. Schon wieder sagen, worüber ich nachdenke, ist nicht der Fall. Ja. Rainer, wir können dich lesen wie ein Buch. Aber das Witzige an meinen Gedanken ist, dass ich meine Gedanken selber habe. Das ist witziger, dein Gedanke ist, dass du deine Gedanken selber hast. Ja, wir haben unsere Gedanken nicht selber. Unsere Gedanken liegen in der Cloud. Und die Cloud, die steht auf dem Obersalzberg im Hader Hauptquartier. Da sind unsere Gedanken hochgeladen. Und die teilen wir uns kollektiv. Wir sind quasi eigentlich auch so eine Art Kommune, könnte man sagen. Ja? Da liegen unsere Gedanken. Wir selber haben gar keine. Wir sind nur Marionetten des Hader-Anführers. Los, Schergen. Einige Leute gehen auf manche Punkte los. Jetzt habe ich zum Beispiel vorhin eine E-Mail bekommen. Da steht, bis zum Alter von 10 haben Kinder kein Schamgefühl. Das habe ich in meinen Blog reingeschrieben gehabt. Hast eine E-Mail bekommen, in dem dir jemand geschrieben hat, bis zum Alter von 10 haben Kinder kein Schamgefühl. Erstens halte ich das für ein Gerücht. Die Mail. So wie die Aussage dieser Mail. Und wieso schreibt dir jemand eine Mail, in dem steht, bis zum Alter von 10 haben Kinder kein Schamgefühl? Sowas passiert im normalen Leben nicht, Rainer. Bei der einen Situation, das habe nicht ich mir ausgedacht. Und Rainer, wenn ich eine Mail kriegen würde, der das Wort Kinder und Schamgefühl in einem Satz verwendet wird, kriege ich die gar nicht erst an. Oder das habe nicht ich gesagt, sondern das ist erstens mal von einer Studie irgendwie gemacht worden und zweitens kam das von einer anderen Seite, die sogar verlinkt war zu dem Zeitpunkt. Aber gut, das ist mal wieder der übliche Kindergarten. Also das ist mal wieder, es werden mir wieder Sachen in den Mund Kindergarten. gelegt, die ich nur wiedergegeben habe, die ich nicht selbst Mir gesagt habe. werden Sachen in den Mund gelegt, die ich nur wiedergegeben habe, die ich aber nicht selbst gesagt habe, aber ich habe sie wiedergegeben. Ich habe hier 7 Minuten. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr hier. Es ist doch. Habe. Und dann wird mir das natürlich wieder als Strick gedreht. Ja, aber du es ja wiedergegeben hast. Gut, ich werde jetzt gleich noch eine Folge aufnehmen für die Serie. Oder ich werde sogar zwei Folgen für die Serie aufnehmen. Und werde die dann hochladen und dann könnt ihr euch die in der Serie anschauen. Wobei die Serie momentan ja überhaupt noch nicht geht. Also entweder man lässt die Serie. Ich werde sie holen, dann könnt ihr euch die anschauen. Obwohl die überhaupt noch gar nicht geht. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich zu diesem. Ey, da fällt doch nur noch Scheiße aus dem Gesichtsarschloch. Wirklich. Das. Dann ganz weg. Ich werde jetzt auch keine. Ich habe den ganzen Blog übrigens umgeschrieben. Also der gesamte Blog, der gesamte Inhalt des Blogs ist komplett umgeschrieben worden. Dadurch, dass jetzt sich natürlich auf einen komplett anderen Fokus bewegt, habe ich mir gedacht, ich mache das gleich Nägel mit Köpfe und schreibe gleich alles um. Das heißt, ich habe alles nochmal überprüft, bin alles nochmal durchgegangen und habe alles nochmal umgeschrieben. Nicht neu geschrieben, aber nochmal umgeschrieben. Ich hoffe, ich habe das alles halbwegs gut jetzt hingekriegt. Und Unwahrscheinlich. was die anderen Themen angeht, was die Serie angeht, ich weiß noch nicht, wie das mit der Serie weiterlaufen wird, weil es scheint sich momentan niemand für die Serie zu interessieren oder es ist niemand Ja, ein Wunder. Ansonsten rennen sie dir doch die Tür ein. bereit dafür, die 4, 5 € auszugeben, die dafür verlangt sind. Bitte? Hat das einer? Kann mir das einer mal verlinken? Das wäre vielleicht, weiß ich nicht. Irgendwer muss es ja haben. Oder? 4, 5 € hast du da, hast du am Sender hast du. Wenn das der Fall ist, ich werde jetzt dann nochmal nachschauen, wenn es der Fall ist, dann macht man das vielleicht so, dass man die Serie gleich ganz bleiben lässt. Weil wenn sich keiner dafür interessiert, dann braucht man auch die Serie nicht fortführen. Ja, zu diesem Argument könntest du deine komplette Internetkarriere an den Nagel hängen. Das halte ich dann für Unsinn. Dann mache ich lieber solche Videos hier, wo ich euch dann erzähle. Oder ich mache auf Odyssey was, wo ich in die Richtung erzähle. Und werde das aber gar nicht auf TikTok oder so hochladen. So, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschö, tschö. So, Tschüssi. hallo und ein herzliches Willkommen, Leute. Nee, nicht wieder Das Schnaufzappeln. war der erste Song des Streams, das heißt, ich habe noch nicht geredet. Das mache ich ja immer erst nach dem ersten Song. Und dachte mir, das ist doch Schön, dass eigentlich du es ganz erklärst. praktisch, wenn wir das so machen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar keine Idee,
Geh ins Bett. Zieh einen Stecker, geh ins Was ich Bett. jetzt groß mache, ich wollte heute eigentlich ein bisschen früher schlafen gehen, habe eigentlich überlegt, ob ich überhaupt Kann ich streame dir was groß stattdessen. machen? Jetzt habe ich aber kurzerhand beschlossen, ich streame doch ein bisschen, weil es gibt ja den einen oder anderen, der sich gerne mal ein bisschen ablenkt durch meine Streams. Und sich immer freut, wenn er zumindest so ein bisschen eine Stunde oder zwei ein bisschen was hat, dass er sich über so einen Lutscher wie mich dann beäumeln kann. Und sehe ich nicht als Nachteil. Auch wenn die Leute mich als Lutscher bezeichnen, alles okay. Ich bin ja auch ein Lutscher. Ekelhafte sexuelle Anspielung. Bingo. Ab und zu mal. Hat er nicht. Warum können die Leute nochmal nicht leiden? Weiß es nicht. Das ist mir unerklärlich. Entschuldigung. Du bist Okay. so ein Spasti. Entschuldigung. Sag ja. Das darf ich nicht so oft machen, sowas. Sag Okay, ja, mit 11 komplett hängen geblieben. Spaß beiseite. Ich habe auf jeden Fall. 34. Was will mir denn 15-Jährige erklären? Wie soll ich mal so alt werden wie ich? Ein 15-Jähriger wird so eine Scheiße gar nicht machen. Überlegt, ob ich überhaupt streame oder nicht. Ja, hast du gerade Nein, schon bist du nicht, gesagt. Rainer. Doch, ich bin B. Halt die Fresse. Rüdiger, halt die Fresse. Okay, tut mir leid, ich habe heute den Clown gefrühstückt. Oder so wie sich das anhört, eine ganze Clown-Armee. Entschuldigung, jetzt kriege ich den Kopf nochmal frei. Rüdiger, zieh einen Stecker. Echt. Also, passt auf. Ich bin ganz Ohr. Erleuchte mich Also großes ist auf Entwurm. jeden Fall so. Ich habe jetzt überlegt, ob ich überhaupt streame oder nicht, aber wie gesagt, dadurch, dass es einige Leute immer wieder mal Das gibt, hast die du jetzt sich zum gerne durch dritten meine Mal Streams gesagt. ablenken. Nee, komm, ist das jetzt hier so eine Scheiße? Ey. Meine Damen und Herren. Euer Ehren, keine weiteren Fragen. Nee, das gebe ich mir jetzt nicht, ey. Das ist nämlich das, was ich Okay, jetzt sagt er was. leider lohnt sich so das Stream nicht. Und ich muss ja schauen, dass ich auch irgendwie das finanziell hinkriege. Ja, ihr Ihr macht das Schmarotzer, dann, komm, dann widerlicher. mache ich gerne weiter Musik. Kein Problem. Ach, nee, komm, wirklich. Nee, Also diese es hat eigentlich jede Folge ihren Ding, Schmatzstream. aber ich kann euch die leider noch nicht freischalten, die vier. Pass auf, jede Folge hat ihren Ding. Wichtig. Und die 5. Dazu kurz eine Info. Ich habe ja heute ein Video dazu gemacht. Die Serie wird weiterhin laufen. Und ich hatte nämlich erst gedacht, es hat keiner die Serie großes Interesse dran, weil es hat zwei Käufe gegeben, die zurückgezogen wurden. Wahrscheinlich Hater. Ja, schnell gezogen, zurückgezogen, fertig. Also irgendwer hat sie. Gibt's da was? Gibt's da links? Her damit. Die an die Links rankommen wollten von den Videos. Von den Videos. Es ist aber jetzt so, dass schon drei Leute das haben und auch eine Person hat auch schon die Serie bewertet mit vollen Sternen. Vielen Dank. Also wieder so ein komplett zurückgebliebener. Und es sind insgesamt 6 Videos, aber ihr könnt momentan, glaube ich, nur 4 anschauen, weil plus den Trailer oder halt insgesamt den Trailer, weil das Problem nämlich ist. Ihr könnt 4 Folgen anschauen, plus den Trailer, also insgesamt den Trailer. Also doch nur den Trailer. Ist, dass ich die 4 und die 5 zwar hochgeladen habe, aber ich kann sie nicht freischalten, Mein Glück. weil hier steht nämlich, wenn ich es freischalten möchte, dass die Funktion derzeit nicht geht. Und Das will ich auch hoffen. die Funktion, die Serie wird gerade in unserem System aktualisiert. Und um deine kreative Bedürfnisse besser zu erfüllen. Momentan können wir keine neuen Serien veröffentlicht werden. Wir benachrichtigen dich, sobald die Veröffentlichung wieder möglich ist. Die bestehenden Serien sind hiervon nicht betroffen. Das Problem ist, ich kann aber auch keine neuen Folgen für die Serie hochladen. Ich habe noch Ja, keine Ahnung, haben die doch gerade wann sie gesagt. das wieder freischalten. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert. Ich habe das ja schon mit Hartgeld Noten Records noch nicht besprochen. Das funktioniert leider nicht. So, machen wir weiter. So. So.
Jetzt dazu zwei Sachen. Erstens, ich habe euch das schon mal erklärt. Ich erkläre es euch aber gerne nochmal. Ja, erleuchte Ich habe mich. kein Problem damit, Musikstreams zu machen. Habe Ja, ich bitte. noch nie ein Problem damit gehabt. Werde ich auch nie haben. Ich liebe Musikstreams. Erstens, ich kann entspannt Musik aussuchen. Zweitens, ich kann hier und da mal ein bisschen mit dancen, mit singen, mit Nein, bitte labern, mit lachen, was nicht. auch immer. Bitte Ich kann nicht. nebenbei ein bisschen reinquatschen. Das war's dann. Musikstreams sind für mich so das eigentliche Nonplusultra, weil das ist mein Stil. Ja, das war auch schon mein Stil Hast lange, keinen lange, lange Stil. vor YouTube. Nicht lange vor YouTube, sondern lange, lange vor TikTok. Schon auf YouTube, schon auf You know. das war mein Ding. Ich habe nie ein Problem damit, aber es muss sich für mich vom finanziellen Aspekt her lohnen, weil das ist mein Beruf nun mal. Ich Das ist nicht lebe der nur davon. Beruf, das ist der Und es ist traurig. Schmarotzertum ist das. Das ist kein Beruf. Du. Boah, ich hasse diesen Penner. Aber es ist leider so, dass eben in erster Linie ich die Kohle verdiene, wenn ich Matches mache. Es ist einfach so. Und deswegen muss ich viel matchen. Wenn ich natürlich vom weiß, dass ich für eine Stunde, sagen wir mal, zwischen. Ich will gar nicht übertreiben. Man könnte auch sagen, ich bräuchte pro Stunde 10.000, aber das ist Quatsch. Wenn ich, sagen wir mal, 10.000 Watt. wenn ich Euro? mal 5.000 bis 6.000 Diamanten habe Diamanten. pro Stunde, Aha. dann habe ich für die Stunde grob 9 Euro. Na, nicht 9 Euro. Sagen wir mal 8 Euro. Nee, Quatsch, das stimmt auch nicht. Meiner und Was habe ich denn Zahl. bei sagen wir mal 8.000 habe ich ungefähr 6 Euro, 6,50 ungefähr. Lohnt sich auch nicht. Ist ein schlechter Stundenlohn. Stundenlohn nennt er das. Dafür, dass der Hageldom vor seiner Scheißgurke hockt und Musikstreams machen will und Dünnschiss redet? Ich glaub, es hackt. Aber ist etwas, wo ich sage, okay, da kann ich leben. Weil es sich auch summiert. So. Und bei mir kommen ja noch viel mehr rein. Bei mir kommt ja auch die Kohle von den Abos und so rein. Deswegen summiert sich. Also nochmal, wer auch nur einen Cent für diesen komplett zurückgebliebenen Vollidioten ausgibt, der ist selbst ein komplett zurückgebliebener Vollidiot. Dessen, das ist für mich in Ordnung. Ich will ja keine Millionen damit verdienen. Das war auch nie meine Absicht. Aber ich muss halt trotzdem drauf schauen, dass ich monatlich ein bisschen Kohle auch reinbekomme pro Stream. Dann geh arbeiten, oder Betrag, scheiß Bürgergeld, ist mir vollkommen egal. Und in den letzten zwei, drei Streams trotz Matches hat sich leider nicht rentiert vom finanziellen Aspekt her, nur auf den finanziellen Aspekt. Ansonsten, ich liebe meine Arbeit, ich liebe meine Streams und ich habe nie ein Problem damit, auch so Das ist keine Arbeit. für euch zu streamen. Wir können auch gerne Musik weitermachen, das ist kein Ding. Nein. Dankeschön übrigens für das Teamherz. Ich bin gerade sowieso am Überlegen, ob ich noch einen Song von Rabenschrei, das war gerade Rabenschrei, ob ich gerade noch einen Song von Rabenschrei spiele, weil der blinzelt mich hier so an und ich liebe diesen Song. Und ich habe ihn echt lange nicht mehr gehört. Also werde ich den, denke ich, auch nochmal spielen. Und wie gesagt, wenn wir Ganz es eine schaffen, dass wir, Scheiße. sagen wir mal noch auf 1200 oder was kommen, oder sagen wir mal auf vielleicht 2000, das wäre eine Galaxie. Oder knapp eine Galaxie, dann würde ich sagen, okay, wir können gerne noch Musikstreams weitermachen. Und wenn es noch ein bisschen weiterläuft, so die nächsten 40 Minuten oder was, dass man am Ende vom Stream. Es ist so ekelhaft, ne? Es ist so ekelhaft. Diese Drecks-Internet-Bettelei. Immer auf ungefähr 7.000 bis 8.000 ist, dann wäre das überhaupt kein Thema. Da kann man auch gerne Musikstreams machen. Wie gesagt, ich habe nicht vor, euch irgendwie auszuziehen oder nackig zu machen, was die finanzielle Nee. Situation angeht. Gerade Nein. deswegen streame ich eigentlich auch gerne auf YouTube, deswegen habe ich früher gerne auf YouTube gestreamt oder auf YouNow auch oder auch auf Twitch oder eben auch auf Kick, weil da ist es nicht so, dass ihr so viel Kohle ausgeben müsst und ich wenig davon habe, weil ihr macht das ja auch, damit ihr mich unterstützt. So. Und Johann, ich habe mir das jetzt lange genug angeschaut. Ich würde sagen, du fliegst jetzt raus. Weil diesen Kindergarten, den kannst du bei jemand anderen abziehen. Bam, So. Das habe ich mir jetzt 2 Tage, 3 Tage angeschaut. Boah, Och ich habe gestern ein nee, bisschen bitte Industrial Dance nicht. gemacht. Ich bin gestern sehr, sehr Nee, spät Leute, abends komm, online ey. gewesen. Lass mich kurz ein bisschen Wir hatten ans gestern Kippen. bevor. Richtig. Und. Nee. Das soll schon Oh. verbinden. Kolloquium ins Ja, aber Großfeldbuch. den Freie Zollweg könnt ihr euch mal selber Luzi, dass man geben. da auch nicht FKK da im Karten. Dann dürfen Kindern und FKK 6 Jahre alt werden.
geschert werden und so weiter. Allerdings, klar, körperliche Art, die gehen oder Kinder, allerdings mal ins der Drache. Da unsere Gesellschaft, man aus die Kommune, mal für alle, nicht so ganz ADF. Ja, kann es denn sein, dass jetzt wirklich Karten spricht, aber jeder ist willkommen, wenn man sein Manifest liest. Rechtes Gedanke, viele Jahre mit der Thema. Rechtliche Probleme, uns das ganz genau annehmen, unten, der annehmen. Ja, unten, wusste ich jetzt nicht, dass das am Ende kommt. Ja, tut mir leid, das war ein kurzes Video, ne? Ja, ja, kann ich jetzt ja Feierabend machen. Das ist doch schön. Ja, in diesem Sinne, ja, tut mir leid, dass das jetzt hier so ein Schmanz war. Ich werde es euch trotzdem zur Verfügung stellen. Ja, war nicht viel zu sagen. Ne? Den Solli, den könnt ihr euch ja so angucken. Also, das muss ich jetzt, möchte ich jetzt auch gar nicht kommentieren. Ja, ja, in diesem Sinne, Mädelauf. Gucken, was noch so kommt.